hallo und herzlich willkommen zum Video 3 aus 2021. Das letzte Video endete ja damit, dass das Schiff noch im Winterlager stand, auf der Werft in Faro. Das Ruder noch nicht geliefert war, das wurde dann ein paar Tage später geliefert. Eingebaut, alles gut gelaufen, alles gut geklappt und ich konnte alles anstreichen, Antifouling dran machen etc. Die Schwimmwesten kamen termingerecht aus der Wartung. Ich lasse sie immer gerne halt überprüfen, damit ich da auf der sicheren Seite bin. Oder wenn was passiert, ich nicht verantwortlich bin. Wir sind gerade am Leuchtturm von Portimao draußen und gucken jetzt halt nach Portimao, Rio Arado halt hinein. Ja, in Portimao muss ich zum Segelzubehörladen noch Klamotten holen. Die Segel sind zum Segelmacher gegangen und wieder abgeholt worden. Ein paar kleinere Reparaturen wurden gemacht, war ich nicht so mega zufrieden mit dem Segelmacher in Villamura. Aber davon erzähle ich später mal mehr. Ja, ich hatte sehr viel Zeit dann für die Ausflüge. Ich war 14 Tage von Ende April bis Mitte Mai dann nochmal da. Musste dann aber wieder zurückfliegen, habe alle Vorbereitungen soweit beendet. Ja, musste dann nochmal zurückfliegen für die Impfung, für einen Zahnarzttermin und bin dann zwei Wochen später wieder hingeflogen. Und habe dann da auch wenig später den Krantermin halt gemacht und das seht ihr gleich. Ja, und dann wurde es Mitte Mai. Ich bin wieder zurück am Schiff, das ist jetzt der Blick aufs, auf den Ria Formosa direkt vor der Werft. Am nächsten Morgen soll der Krantermin sein und ja, das ist ja immer ein bisschen aufregend. Aber die Landschaft ist einfach einmalig. Ja, auf geht's. Hoffen wir mal, dass das Wasser tief genug ist. In zwei Stunden soll es 3 Meter hoch sein, also 3 Meter Seitenhöhe. Aber es muss eigentlich jetzt auch schon reichen. Ich will ja auch noch nicht im Wasser. Ja, Ria Formosa, wenn ich vorstellen darf. Ja, da hinten ist der Industriehafen, der hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Und im Augenblick, wie ihr sehen könnt, komme ich jetzt gerade ins tiefe Wasser. Das lässt mir halt ein bisschen Gelegenheit zum Quaken, wobei gleich der Verkehr dann anfängt. Oh, alles gut. Ja, und da drüben seht ihr dann, wenn es scharf wird, dass da die Grasbüschel im Wasser sind. Da ist es wieder flach. Na, guten Morgen! So, wir verlassen den Ria Formosa, also das ist unser Abschied im Augenblick. Nach, ich weiß gar nicht, 3 Tagen glaube ich hier, vor Anker. Mal wieder die Wassertanks füllen und lecker was essen gehen und das bessere Land trinken. Ja, was haben wir gemacht die letzten Tage? Wir haben die Segel angemacht. Das geht vor Anker deutlich besser als vor Hafen, weil dann das Schiff sich natürlich von selber in den Wind legt. Und dann die Segel schöner hinten wegwehen oder auch nicht. Ist natürlich ein bisschen scheiße, weil dann immer die Nachbarn sind. Ja, ich weiß nicht, ob das gerade so gut zu verstehen war. Ich bin dann vor die Kulatra-Insel gefahren, weil noch eine Freundin gekommen ist, die mit mir zusammen halt jetzt dann den langen Turn zu den Kanaren macht. Ja, wir haben die Segel angeschlagen, das Schiff war eigentlich schon, da ist dann soweit schon ausgerüstet. Wir haben noch ein bisschen schlechtes Wetter draußen im Atlantik abzuwarten und deswegen fahren wir jetzt erstmal nach Villamura rüber. Ist ja direkt daneben und ja, da haben wir jetzt an der Algarve sehr wenig Wind und ja, jetzt hier die letzten Blicke auf die Insel. Jo, dann waren wir ein paar Tage in Villamura, haben immer gut gegessen, weil wenn das Boot nicht so schaukelt, kann man das ja. In Villamura gibt es tatsächlich nicht nur Touristen und also Massentourismus, sondern halt auch ein wunderschönes oder ein sehr gutes römisches Haus, Villa, mit einem passenden Museum dabei. Und ja, hat mich persönlich sehr beeindruckt. Und ich glaube, die meisten, die Villamura besuchen, werden das so noch nie gesehen haben, dieses Museum. Ist jetzt nicht so mega ein bisschen das Highlight. Also wer Zanten kennt, wird da vielleicht ein bisschen enttäuscht sein. Aber wie ihr seht, auch da gibt es halt alte Trümmerstücke. Und ja, keine Ahnung, ob der Hafen dann früher schon von Villamura betrieben wurde oder nicht. Oder Villamura gab es ja, glaube ich, gar nicht damals. Ja, Villamura ist so ein Kunstdingen, so ein Hafenbecken und drumherum dann Hochhäuser gebaut. Von Quatera aus wurden da die Segelboote dann ausgelagert und so weiter.
damit die halt den Fischern nicht im Weg sind. Jo, es ging dann weiter, wunderbar, und der Ginaka nach Portimao in den Ria Arada, Arade. Und ja, wir hatten nur einige Zeit halt zu verdaddeln und dementsprechend haben wir uns dann da halt erstmal vor Anker gelegt. Jo, ansonsten kurzes Update. Ich bin im Hafen von Portimao. Naja, wie es aussieht, bis nächste Woche Mittwoch, also in 5 Tagen, sollte das Wetter dann langsam besser werden. Im Augenblick haben wir noch vor der afrikanischen Küste durchs Atlasgebirge eine Windverstärkung auch noch mit dabei. Und haben da dann bis 37 Knoten Wind oder irgendwie sowas, das sind 70, 75 Stundenkilometer. Ja, kein Bock drauf. Oder die ganze Zeit relativ viel. Und ja, also jetzt müssen wir hier noch ein paar Tage verdödeln. Und noch ein bisschen einkaufen, Sprit noch checken und Gasanlage noch checken und sowas. Müssen wir mal schauen, wie wir es hinkriegen. Ja, die 4-5 Tage, die wir dann noch zum Erholen hatten, bevor es auf den Atlantik rausging, haben wir dann in der näheren Umgebung von Portimao noch zugebracht, uns natürlich auch noch ausgerüstet und unter anderem die Sardinenkonservenfabrik angeschaut, wo es tatsächlich halt mit dieser Korb Achterbahn, hätte ich beinahe gesagt, diesem Korb, Seilbahn dann reinging in die Fischfabrik. Und die Fischfabrik selber ist sehr schön mit so Modellen und Figuren gemacht, dass man da wirklich einen sehr guten Eindruck kriegt, wie damals das Arbeiten da so war. Ja, die anderen Sehenswürdigkeiten von Portimao und Umland haben wir uns dann noch angeschaut. Was ich euch nicht vorenthalten möchte, sind die Schwalben, die wir da in der Nähe dann gefunden haben. Da unterm Balkon hängen sie und ja, jede Menge Hektik, jede Menge Stress für die armen Schwalbeneltern, weil gerade Fütterungszeit war. Ah, endlich geht's los, nachdem wir ja fast 1,5 Wochen auf ruhigeres Wetter gewartet hatten, sagt jetzt eigentlich der Wetterbericht sogar, dass wir relativ wenig Wind kriegen. Sollen in den nächsten 4 oder 5 Tagen es dann aber von Norden her ordentlich zuknallen soll und ordentlich kräftigen Wind geben soll. Also genau so einen Slot mit ganz moderaten bis hin zu etwas zu wenig Wind. Sind wir mal gespannt. Ja, wir werden auf jeden Fall in den nächsten 4 bis 8 Tagen, man weiß ja immer nie, wie lange man so braucht, 4, 4,5 Tage wäre so das Nominale, was wir ausgerechnet haben. Und ja, wie gehabt, ein bisschen gehetzt und regelmäßig treffen wir die Fähren Huelva Canaren da am Horizont gerade zu sehen. Und ja, wir sind eigentlich relativ schnell ins Wachsystem reingekommen. Wir haben mal kein starres Wachsystem genommen, sondern einfach eins gemacht, dass immer der, der gerade mega müde ist, sich dann hinlegt und eine Runde schläft. Da ist dann sehr schnell eigentlich ein sehr gutes Wachsystem rausgekommen mit so 6-7 Stunden Wachen. Ja, also fand ich, hat sich sehr gut bewährt bei der Pärchencrew und jo, hat mir gefallen. Kann man öfter mal so machen. Ja, ihr seht's, der Seegang hat ordentlich nachgelassen. Der Wind halt auch so ein bisschen. Aber die ersten Tage konnten wir immerhin ganz gut segeln auf der Überführung. Ja, was wir öfter sehen, sind Delfine unterwegs, fliegende Fische, Pulpos an Bord und so weiter. Aber dass die so stark aus dem Wasser rausspringen, das war dann doch selten und ich mag es auf jeden Fall. Oh, die neue Ruderanlage knarrt ziemlich schön. Das sind ja 900 Jahre Garantie mit drin, aber sie auch nicht, die er mir gegeben hat. So. Wir sind so ungefähr halbe Strecke zu den Kanaren. 2 Tage jetzt unterwegs, 135 und 145 Seemeilen Endmeile, was eigentlich nicht übel ist. Ja, der Diesel rumpelt gerade so ein bisschen, weil ihr hört das, der Gegenwurf flattert lustlos. Ein bisschen eingepackt habe ich auch keinen Bock, weil Sonntag soll schlechtes Wetter sein, vor allem hier in der Gegend. Und da will ich gern schon in der nächsten oder übernächsten Gegend sein. Oder Sektor oder wie auch immer. Ja, und nach 4 Tagen waren wir dann schon sehr nah an Teneriffa ran und auf jeden Fall in UKW-Reichweite. Und wahrscheinlich werden wir ab frühen Nachmittag dann auch Arrecife erreichen.
contact with Las Palmas or Rabat MRCC on VHF. And notice message, this is Jeffers Restinga La Palma, Grafía, Cometa, Tenerife, Las Palmas, Fuerte Ventura, RCC Fajazor, have you out. Pam pam, pam pam, pam pam, llamada a Geneta, la todas las estaciones, aquí las estaciones contra la del yo. Also, soll noch Flüchtlingsboote achten. Jo, wie ihr eben gehört habt, kam alle 4 Stunden eine Pan-Pan-Meldung, dass wir auf Flüchtlingsboote achten sollen. Das ist tatsächlich auf den gesamten Kanaren ständig der Fall. Also, dass wirklich mehrmals am Tag diese Pan-Pan-Meldung kommt. Wenn das Wetter so ist, dass mit Flüchtlingsbooten gerechnet wird und wir halt dann Ausschau halten sollen und diese dann melden sollen. Jo, am 30., also nach 4 Tagen, haben wir dann Arrecife erreicht mit Admiralen, also Tagesstrecken von 120 bis 150 Seemeilen pro Tag, was eigentlich ganz gut ist. Jo, es haben sich dann ein paar Tage Entspannung wieder angeschlossen, halt erstmal in Arrecife auch geistig ankommen und die letzten 4 Tage aus den Knochen kriegen. Jo, und das geht natürlich in Arrecife relativ gut, bevor wir dann mit einem Mietwagen Lanzarote, dann entsprechend erkundet haben. Jo, damit sind wir auch am Ende vom Video angekommen. Wir sind hier auf Teneriffa angekommen, von der Algarve aus. Alles in allem sehr schöner Turn und ja, mal schauen, wie es dann mit dem Rückweg dieses Jahr klappt in 2022.